Zum Fußball. Ja, Titelverteidiger Bayern München ist also im Viertelfinale der Champions League ausgeschieden. Die Bayern setzten sich bei Paris Saint-Germain zwar mit 1-0 durch, hatten das Hinspiel aber 2-3 verloren. Das Tor schoss Choupo-Moting. Anders als die Bayern ist Chelsea dagegen eine Runde weiter. Das Team des deutschen Trainers Thomas Tuchel verlor zwar 0-1 gegen Porto. Das Hinspiel hatte Chelsea aber mit 2-0 gewonnen. Bleibt jetzt also nur noch Borussia Dortmund, denn der BVB kann immer noch darauf hoffen, zum ersten Mal seit 2013 wieder ins Halbfinale der Champions League einzuziehen. Nach dem unglücklichen 1-2 im Hinspiel bei Manchester City wollen die Schwarz-Gelben heute Abend zu Hause für einen Knaller sorgen. Schon beim 1-0 wäre der BVB am Ziel. Ansonsten ist ein Erfolg mit 2 Treffern Unterschied nötig.